Mal wieder was Besonderes vor, und zwar, wir haben seit kurzem unsere Carrera-Rennbahn-Challenge eingeführt. Einmal Promi-Time, Promi-Geflüster, unsere beiden Kanäle. Ja, super. Die erste Rennen hatten wir schon, da hat der Promi gewonnen. Okay. Nämlich Jonas Weiser, der DSDS-Teilnehmer von 2019. Ja, und jetzt haben wir hier den Florian neben uns. Ja. Ein Teil von Vox Club, wo sind die anderen? Die anderen sind, die haben gesagt, ja, pass mal auf, Florian, hier mit Autorennen, Karrierebahn, da kennst du dich aus, wir schicken dich mal vor. Okay. Bist du da so autoaffin? Na, ich liebe Spielzeug. Okay, sogar mal. Na dann. Und ich liebe Achterbahn, also irgendwie passt das doch zusammen. So. Ich habe schon meine Rennhose an, also weg aus der Lederhose in die Rennhose rein. Perfekt. Das Ganze, was jetzt ist, wir fahren 10 Runden. 10 Runden, okay. Wer am schnellsten ist. Die Zeit, die lassen wir nachher schon mitlaufen, die kommt im Hintergrund mit. Und ja, wer als erstes 10 Runden hat, der hat gewonnen. Und das Ganze dann, wir haben eine Tabelle auf promigeflüster.de, da musst du reinschauen. Okay. Da gibt es dann auch nochmal sozusagen ein Ranking von den Promis da noch. Und geplant ist eigentlich, wenn wir wirklich am Ende sind, dieses Jahr haben wir im Herbst vielleicht noch eine große Carrera-Bahn zur Verfügung. Oh, da muss ich kommen. Und dann laden wir alle nochmal ein. Sehr gut. Okay, ich würde sagen, wir verlieren nicht viel Zeit. Okay, Attacke. Also, wir gehen an den Start und da gibt es Zeichen. Am besten unser Kameramann. Ich lege das Mikrofon einfach mal dahin. Dann wird das hoffentlich dann gleich klappen. Wir müssen kurz noch die Regeln ein bisschen verschaufen. Wenn das letzte Mal haben wir wahllos dann wieder eingefügt. Wenn das Auto raushaut, zumindest an der Stelle, wo es rausnimmt, setzen wir es wieder ein, oder? Ja, genau. Das ist gut. Genau. Also, okay. Dann, wer ist wer? Ich bin, glaube ich, die Feuerwehr. Die 112. 112, okay, gut. Dann, top. 3, 2, 1, go. So, und jetzt geht's wieder. Okay. Feuerwehr fährt, weil die Frage hat schon wieder raus. Und okay, das warte. Genau. Nein, ja, nein, das muss ja nicht. Nein! Ich habe total Spaß. Eieieiei. So, aus, ne? Ei. So, jetzt aber. Und ich ja, wir haben jetzt hier wahllos aufgebaut. Nein, es geht nicht. Eieiei, das ist jetzt der Vorführeffekt. Eieiei. Was ist los auf der Piste? Mach das Kind nochmal. Und wir sind so wild gefahren, dass die Bahn zerstört. Ja. Ich weiß auch nicht, wir müssen das, glaube ich, irgendwo mal nochmal wiederholen. Das war jetzt ein Satz mit extra. Wir uns auf ein Unentschieden, ich habe gewonnen. So kann man es natürlich auch machen. Denn du hast nochmal eine andere Challenge bei Promintime noch, jetzt gleich nochmal am Start. Okay. Da geht es jetzt nochmal um 4 Gewinn. Okay, und da bin ich gut. Okay, wir wechseln schnell und ich sage mal, wenn die große Bahn da ist, oder beim nächsten Mal vielleicht auch im Zillertal, kriegen wir es hin. Ich stelle mich dem immer wieder gerne. Also sehr gerne, freut mich. Supi, danke dir. Und Fans hatten wir heute auch da, die dürfen sich gerne auch mal ein bisschen bemerkbar machen. Genau, sehr gut. Also, dann würde ich sagen, wechseln wir. Und ich sage, herzlichen Dank fürs kurze Zuschauen und dabei sein. Bis zur nächsten Ausgabe.